Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von WWE 13. Wir sind im Attitude Era Modus in der Kampagne der Brothers of Destruction. Und das nächste Match, Kane vs. Undertaker vs. Stone Cold Steve Austin bei Breakdown. Szenario-Hintergrund. Dies war der von Mr. McMahon konzipierte Masterplan. Ein Triple Threat Match um den WWE Championship. Ein Match, in dem Kane und Undertaker sich nicht gegenseitig pinnen konnten. Dieses Match war weniger ein Triple Threat als vielmehr ein Handicap-Match, genau wie es McMahon wollte. Er wollte also Steve Austin den Titel nehmen. So. Pinne Austin, wenn sein Schaden kritisch ist. Bonusziel. Führe im Ring einen Doppelteam-Move an Austin aus, wenn sein Schaden kritisch ist. Okay. Das war auch geil. Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt wieder ein richtiger Einspieler mit Realszenen, aber gut. Aber trotzdem. Undertaker's cool. Plans on the highway to hell were derailed by a Texas rattlesnake. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Monday Night Raw, where Stone Cold Steve Austin is still WWE Champion. Oh, and it's the boss's worst nightmare, JR. Nobody's seen him all day. I'm sure he's been in his office fuming. The owner of WWE, oh, the beloved Mr. McMahon, has been conspicuous by his absence throughout the day. But we're being told that we'll hear from the owner and from the WWE champion. And that is coming up next. Now, why is it that Vince McMahon can guarantee to the public that the WWE title is going to change hands? A number of reasons, but principal among them is this new stipulation that was added just a moment ago. And that is, Undertaker, you are prohibited from defeating your brother Kane in this match. And Kane, you're absolutely prohibited from defeating your brother, The Undertaker. You won't do things the easy way, like Undertaker and Kane. You've got to do things your way. And on Sunday night, September 27, Austin, and there's been an announcement that you are no longer the WWE Champion. I want you to remember one thing. Vince McMahon didn't screw Stone Cold Steve Austin. Stone Cold screwed Stone Cold. Oh my gosh, look at this! And The Undertaker and Kane now providing the protection for Mr. McMahon. Yeah, look at Mr. McMahon. He's orchestrating the whole thing. The master plan comes. Oh, look at Mr. McMahon. He's mocking Austin. There's absolutely no way that Austin can survive against these monsters. Ja, es war natürlich der Plan von Mr. McMahon, dass Stone Cold Steve Austin seinen Titel verliert. Und wen gibt's da Besseres als den Undertaker und Kane? Niemand ist so stark wie die beiden oder kaum jemand. Eigentlich niemand. Gegen Undertaker und Kane, da hat niemand was zu lachen. Und gerade wenn ein Einzelner das Ganze machen muss, ist ein bisschen schwer. Also ein bisschen schwer für Stone Cold Steve Austin. Naja, wie auch immer, es ist mal spannend, wen wir spielen werden. Following Triple Threat Match is scheduled for one fall. And it's for the WWE Championship. And introducing the challengers, weighing 323 pounds, Kane. Next, yes, Stone Cold Steve Austin will defend the coveted WWE Championship
against The Undertaker and Kane in what will be a hellacious triple threat match. Aber hallo. Das war wirklich ein höllisches Match. So, genug von Kane gesehen, kommen wir zum Undertaker. Mr. McMahon's brilliant master plan will be realized tonight. I mean, not only will Austin have to face the single most destructive force in WWE history, but this isn't a normal triple threat match. Kane is prohibited from defeating Undertaker, and Undertaker is prohibited from defeating Kane. So schaut's aus, und jetzt kommt noch Steve Austin. Aw, damn it! This is nothing more than a glorified handicap match! Well, as Mr. McMahon said, Vince McMahon didn't screw Stone Cold Steve Austin. Stone Cold Steve Austin screwed Stone Cold Steve Austin! And now it's time for him to pay! Da muss bezahlen, jawohl, so sieht's aus. Und zwar mit seinem heißgeliebten WWE-Champion-Titel. Da stehen die drei. Also, die Brothers of Destruction gegen Stone Cold Steve Austin. Wenn du deinen Gegner Kettenangriff hältst, was ist denn ein Kettenangriff? Wird dein Partner eventuell nach einer Möglichkeit schauen, dich zu unterstützen? Und einen Doppelteam-Move ausführen. Okay, das heißt nur eventuell. Aber zuerst müssen wir den Schaden von Stone Cold Steve Austin erstmal auf kritisch bringen. Vorher bringt uns der Doppelteam-Move nämlich gar nichts. Und also, gehen wir hier mal schön auf Steve Austin, machen den mal platt. Wir spielen also Kane. Gut, vom Prinzip her wäre es, glaube ich, relativ egal gewesen, ob wir Kane oder den Undertaker spielen. Lassen wir mal dem Undertaker hier ein bisschen spielen mit Steve Austin, überlassen wir dem mal das Feld und jubeln in der Zeit ein bisschen, dass wir den Signature-Move relativ schnell bekommen. Oh, jetzt kommt hier ein Suplex von da oben runter. Oh, was ist das denn? Alter. Eigentlich ist das ja ein total übler Angriff, weil das ist ja eigentlich ein Chokeslam von der Ringecke oben aus, also ein Chokeslam, der viel übler ist, wie der normale. Eigentlich doppelt so übel, oder vielleicht sogar noch schlimmer, weil... Ich meine, der ist normalerweise schon schlimm, aber der ist ja dann noch höher. Und der Undertaker hat vor allem mehr Schwung. Aha! Da ist es. Und das war jetzt schon Doppel-Chokeslam hier. Also eigentlich müsste Stone Cold schon längst kritisch sein. So, DDT, ja, moderat haben wir immerhin schon mal. Ja, okay, das ist natürlich ein einfaches Match jetzt hier für uns. Entschuldigung. So ein bisschen krank bin ich eben immer noch. Ja, das Gute ist, ich kann also auch diesen Doppelangriff einfach mal starten und muss nicht warten, bis der Undertaker das irgendwann mal macht. Wenn der Undertaker Stone Cold also drin hat in so einem kleinen Angriff oder wenn er versucht, einen Angriff zu starten, dann kann ich einfach dazukommen und A drücken und damit Stone Cold mit einem Doppelangriff zusetzen, auch wenn hier so ein Tiefschlag ja eigentlich nicht erlaubt ist, oder? Dem Gegner in die Eier zu schlagen, das ist nicht so nett und auch nicht so angesehen. Ah, scheiße, muss man meine Stimme gleich ölen. Aber machen wir nach dem Party. Nein! Hoppala! Scheiße! Das wollte ich natürlich nicht. Ah, fuck. Aber Stone Cold ist meine... Ah ja, der tatsächlich habe ich gar nicht mitgekriegt. Der hat aber schon eine Platzwunde am Kopf. Man sieht's da unten am Blut auf dem Boden. Man hat's... Ja, jetzt hat man es auch gerade nochmal gesehen an der Stirn von Stone Cold Steve Austin. Was macht er denn jetzt hier für einen Quatsch? Also unterbrechen wir das mal. Wir wollen ja nicht, dass der Undertaker hier irgendwie besiegt wird oder sowas.
Ja, natürlich ein total beschissenes Match für Stone Cold Steve Austin gegen den Undertaker und gegen Kane, quasi in einem Handicap-Match. Und er verliert auch noch seinen Titel, wenn er verliert. Das ist natürlich eine total blöde Situation. Eine beschissene Situation. Wie Harpe Kerkeling jetzt sagen würde, oder? War der das? Ja, war immer der das gesagt hat, glaube ich. Ich richte mal gerade wie immer meinen Handschuh und zeige ihm jetzt an hier, dem guten Steve Austin, dass er eigentlich besser nicht aufstehen sollte. Und jetzt kommt erstmal der Signature-Move gegen Stone Cold Steve Austin. Aus irgendeinem Grund ist aber sein Schaden immer noch nur auf moderat, obwohl er jetzt wieder einiges einstecken musste. Jetzt ist er auf kritisch. Jetzt heben wir ihn aber erstmal wieder auf hier. Oder der Undertaker zeigt zwei kleine Aktionen. Nein, macht er nicht. Aber ich komme jetzt dafür mit dem Chokeslam gegen Stone Cold Steve Austin. Und damit ist das Match auch vorbei. Also jetzt schafft auch WWE 13 es nicht mehr. Willst du mich verarschen? Halt, Moment mal. Also, jetzt ist aber echt gut. Komm, helf mal. Ja, sehr schön. Wow, nein! Nein! Oh, wir starten nochmal. Komm. Oh, war kein... Verdammte Axt. Ich wollte jetzt aus irgendeinem Grund, wollte ich jetzt gerade Start drücken. Ich weiß nicht warum. Und dann habe ich gerade Start gedrückt, als der Undertaker mitgemacht hat. Gut. Wir wissen jetzt also schon mal, es kommt wieder so eine Zwischensequenz, sobald wir Stone Cold im kritischen Zustand mit dem Doubled Move da angreifen. Aber, ja, wie ihr gesehen habt, ich habe es jetzt leider verkackt. Sorry, tut mir leid, aber ich zeige euch das jetzt natürlich auf jeden Fall noch und vor allem, ich will es selbst auch sehen, was passiert mit diesem Double-Team-Angriff. Ja, jetzt kontert er auch noch, der Steve Austin, aber wir kennen ja unseren Halbbruder hier, wir kennen ja den Undertaker bereits aus zahlreichen Matches. Der zeigt da viel an Reverse. Wenn jemand oft kontert, dann ist es der Undertaker oder auch Mankind. Ja, da wollte ich eben, ich weiß gar nicht, ob ich es eben jetzt gesagt habe, gerade eben, oder nicht. Ja, das ist natürlich nichts hier. Oder nicht. Wollte eigentlich sagen, es ist unmöglich, dass mir WWE jetzt hier noch einen Strich durch die Rechnung macht, was es ja oft macht, weil es unfair ist, das Spiel in vielen Stellen oder ab und zu mal. Aber das wäre ja eben unmöglich gewesen, weil da hätte selbst Steve Austin aus nichts mehr rauskommen können. So platt wie der war. Und dann habe ich es mir selbst verkackt, indem ich da, ja, wie ihr gesehen habt, das Ding übersprungen habe. Egal, dann machen wir es eben nochmal neu. Nochmal neu, sollte ja kein Problem sein. Sein Schaden ist sogar bereits auf moderat. Auf leicht natürlich nur. Das ist ja schon mal eine schöne Sache. Und jetzt hilft Kane, der Undertaker uns hier sogar. Eigentlich hätte Stone Cold Steve Austin jetzt einen Angriff gegen uns gesetzt, aber das kann er vergessen, denn wir gehen jetzt mal schön auf ihn drauf und machen ihn ja platt, setzen dem Texas Rattlesnake mal ordentlich zu hier. Nein, wieso greift er doch noch so oft den Undertaker? Und da ist der Schaden auch schon auf moderat. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. So, was ist das denn für ein komischer Angriff? Was ist das für ein Angriff? Naja, erstmal ein Legdrop hier gegen Stone Cold Steve Austin zeigen. Und der Undertaker räumt jetzt den Kommentatorentisch da mal frei, aber den brauchen wir eigentlich nicht. Aber ich würde jetzt doch gerne einmal den, bist du verrückt? Den Finisher zeigen, nicht den Undertaker. Bist du verrückt? Unterbricht er den Angriff. Vielleicht macht er ja mit. Ja, sehr schön. Double Team. Move gegen Stone Cold Steve Austin. Oh, das ist eine schöne Attacke. Ich habe gedacht, komm, wir machen mal einen. Aber sein Schaden ist ja noch nicht auf kritisch, der von Steve Austin. Deswegen müssen wir noch warten. Da ist mein Spiel abgeschmiert. Nicht so wichtig. Zurück zum Spiel. Auf geht's, ab geht's. 3 Tage WWE 13. Nee, eigentlich was anderes, aber egal. Schubst ihn mal wieder weg. Wir starten einen Angriff gegen
Austin 316 und ich habe immer noch nicht meinen Finisher, beziehungsweise den Signature Move besser gesagt. Nein! Bist du verrückt? Wow! Hätte der das jetzt gemacht, ey? Und ich war natürlich mitten im Jubel. Jetzt komm, steh mal auf. Lass den mal in. Hast du sie noch alle oder was? Jetzt hör mal auf, den zu pinnen, ey. So, es gibt erstmal einen Chokeslam, dann ist sein Schaden wahrscheinlich auch auf kritisch. Jawohl, ja, die Schadensanzeige ist jetzt auf kritisch. Und dann können wir jetzt den Move zeigen, den wir benötigen, den wir zeigen müssen, den wir zeigen wollen. Erstmal müssen wir aber den Undertaker wieder hier davon abbringen, dass der einen Pin zeigt. Und jetzt ist es. Da ist aber auch wieder schnell aufgestanden, der Stone Cold Steve Austin. Na gut, meine Damen und Herren, das war's jetzt erstmal wieder mit Let's Play WWE 13. Stone Cold Steve Austin hat seinen WWE-Titel verloren. C'est la vie, so ist es eben. Man kann nicht immer gewinnen. So geht sogar einem Stone Cold Steve Austin. Und beim nächsten Mal haben wir ein schönes Match, nämlich wir spielen The Rock in diesem Triple Threat Bonus Match dann. Das kommt beim nächsten Mal, das werde ich dann spielen. Geil, das ist doch mal geil. Historisches Bonusziel einfach nur durch Pinfall gewinnen. Das ist doch. So müssen die Bonusziele mal aussehen. Dann habe ich auch keine Probleme damit, die zu machen. Aber zu dem Match kommen wir erst beim nächsten Mal. Bis dahin. Bis dann, bleibt dran und über eine Bewertung. Jetzt habe ich mich komplett verwirrt gerade selbst. Jetzt habe ich meine ganzen Outro-Sätze vergessen, weil ich so lange nicht mehr aufgenommen habe. Also, meine Damen und Herren, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über eine Bewertung und einen Kommentar würde ich mich wirklich sehr freuen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, bleibt dran und tschüss.